Hallo liebe KWM-Freunde, ich begrüße euch. Heute stelle ich euch ein wirkliches Highlight vor in der KWM-Baureihe. Das ist unsere Fein KWM 50 Auto. Es ist eine vollautomatische Kammermaschine, die wirklich sehr clever ist und funktional. Die Maschine fährt automatisch nach unten, bohrt, erkennt den Durchbruch, stoppt und fährt automatisch zurück in die Ausgangsposition. Das Ganze funktioniert wie folgt. Ich muss die Maschine zu Bohrbeginn ausklinken, ein Stück nach vorne fahren, bis sie ein Klacken hört. Und somit startet der automatische Vorschub. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal in der Praxis an, anhand einer 50 mm Bohrung. Magnet an, von der sicheren Stand. Anschließend setzen wir die 50 mm Bohrkrone in den Beginnaufnahmeschacht ein, öffnen den Kühlmittelhahn, öffnen das Entlüftungsventil und fahren mit der Maschine nach unten, positionieren und starten im Rechtslauf. Und die Maschine bohrt von alleine. Ist für jede Sicht eine Kontrolloption aus. Wie ihr seht, habe ich jetzt nur die Kontrollfunktion ausgeführt. Ich stand neben der Maschine, um im Notfall einzugreifen, aber ansonsten bohrt die Maschine völlig unabhängig. Das Schöne ist, die Maschine hat zwei Elektroniken, eine im Bohrmotor, eine hier im Schrittmotor und die korrespondieren permanent miteinander. Das heißt, sobald die Drehzahl am Bohrmotor einbricht, weiß das der Vorschub, reduziert die Vorschubkraft. Im Umkehrschluss, wenn der Bohrmotor meldet, ich habe die höchste Drehzahl, weiß der Schrittmotor, ich kann mit einer höheren Kraft drücken. Das war jetzt Durchmesser 50. Ich möchte euch auch gerne zeigen, wie schnell ein Durchmesser 20 gebohrt werden kann. So, jetzt schauen wir uns mal Durchmesser 20 an. Maschine wird kurz neu positioniert. Magnet ein. Schneller Gang, das heißt zweiter Gang, einlegen. Dann die Maschine starten im Rechtslauf. Kühlung.
Also das Tempo, wie die Maschine so ein 20 mm Loch in wirklich 12 mm S zu 35 bohrt, ist wirklich beeindruckend. Das schaffe ich von Hand eigentlich gar nicht. Ich habe einfach stets den optimalen Vorschub, ich habe einen geringen Kammbohrerverschleiß und kann auch, wenn ich weiß, wie lange ich für ein Bohrloch brauche, kann ich hochrechnen bei Lohnarbeiten, wie lange ich für den gesamten Auftrag brauche, weil was sichergestellt ist, sind, dass die Bohrzeiten reproduzierbar sind. Ebenfalls ein weiterer Vorteil von dieser Maschine ist, sie ist universell einsetzbar. Ihr seht das, auch diese Maschine hat eine MK3-Aufnahme. Das heißt, ich bin wieder völlig flexibel. Ich kann Spiralbohrer, Gewindeschneider, Senker, Reiber einsetzen. Allerdings muss ich diese dann manuell bedienen. Ist überhaupt kein Problem. Ich muss einfach das Vorschubrad nicht nach außen ausklicken, sondern bediene das manuell. Und ihr seht, der Hub geht nach oben und unten. Also Kernbohren automatisch und alle anderen Anwendungen bitte manuell ausführen. Dann noch kurz ein Sicherheitshinweis, was nur die KBM 50 Auto hat, was die anderen feinen KBMs mit Ausnahme der KBM 80 Auto alle nicht haben. Das ist ein Beschleunigungssensor. Das heißt, sobald die Maschine ins Vibrieren kommt, ins Kippen oder ins Abreißen, schaltet die Maschine sofort ab. Ich zeige euch das mal an diesem Versuchsaufbau. Ich starte die Maschine und ich simuliere jetzt mal, dass die Maschine sich um 10 oder 20 Grad zur Seite wendet. Ihr seht, die Maschine schaltet selbstständig ab. Erneut. Also das heißt, wenn die Maschine wirklich mal von der Werkbank fallen sollte, schaltet die Maschine sofort ab. Die Maschine läuft dann aus und es ist eigentlich nicht mehr die Gefahr gegeben, dass ich dann irgendwie noch in die Bohrspindel hineingezogen werden kann. Aber wie gesagt, dieses Sicherheitsfeature gibt es nur bei den KBMs Autos.